Sammy, was machst du denn hier drin? Hey Leute, los, ich störe mich nicht. Ich versuche gerade in die Zukunft zu reisen. Warte mal, in die Zukunft? Aber unser Kühlschrank ist doch keine Zeitmaschine. Nö, ich werde mich einfrieren wie in einer Kryokammer, dann in der Zukunft aufwachen und zack. Ganz viele neue Technologien und vor allem Roboter. So cool. Okay, Susi, ich muss los. Lass mich los. Ich will Roboter sehen. Auf keinen Fall, Sammy. Du wirst dich hier nicht einfrieren. Und wir können selber Roboter basteln. Im Ernst? Na dann los. Hi, Leute. Heute werden wir 3 Roboter basteln. Los geht's mit Robomann. Das wird aber Zeit. Die Kryo komme ich noch an. Zunächst einmal schneiden wir diesen Stiel in 4 gleiche Teile. Was kommt als nächstes? Sag schon. Na, du bist ja zackig, Sammy. Also gut. Kommt schon, macht es mir nach. Das ist der Körper unseres Robomannes. Wir werden seine Gliedmasse anfertigen. Wir machen eine Einkerbung unseres Motors auf einer der Markierungen. Sammy, hilf mir. Ich drücke. Hat es geklappt? Perfekt. Jetzt müssen wir hier ein Loch bohren. Leute, dieser Teil ist ziemlich gefährlich. Bittet eine Erwachsene um Hilfe. Ihr müsst sehr vorsichtig sein. Hier wiederum machen wir ein einfaches, rundes Loch. Passt auf eure Finger auf. Tada! Nicht schlecht. Sammy hat den zweiten Teil richtig super gemacht. Was wird denn das werden? Was denkst du denn, Sammy? Leute, versucht auch es zu erraten. Naja, es sind 2. Und die sind jeweils auf einer Seite des Körpers. Das sind entweder Hände oder Beine. Bingo! Das sind Robobeine. Schnell und stark. Schaut mal, was sie mit den restlichen Teilen gemacht haben. Jetzt stecken wir ein 4 cm langes Zahnstocherstück in dieses Loch. Und befestigen es auf diese Weise. Da hat aber jemand keine Lust. Sag schon, was ist denn los? Es sieht so aus, als wäre es ganz einfach, einen Roboter zu bauen. Und ich hatte vor, 100 Jahre lang im Winterschlaf zu verharren, um in die Zukunft zu gelangen. Keine Sorge, Sammy. Es ist gut, dass du das eingesehen hast. Sonst hättest du viele interessante Dinge verpasst. Leute, wollt ihr in die Zukunft reisen? Gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr das auch wollt. Ich habe die Stäbchen bereits mit Kleber befestigt. Wir können weitermachen. Die Beine unseres Roboters werden lang werden. 7 cm vom oberen Loch bis zum unteren Rand. Den Rest schneiden wir einfach ab. Der Roboter wird bequeme Schuhe brauchen. Sammy, könntest du ihm deine leihen? Diese hier vielleicht? Nein, nicht diese. Auch die mag ich zu sehr. Aha, so eine schwere Entscheidung. Wie wär's mit diesen hier? Sehr niedlich, Sammy. Sie sind so winzig. Damit unser Roboter noch bequemer gehen kann, machen wir die Sohle noch stabiler. Hinten. Und vorne. Schnell, schnell. Ab in die Roboschule. Bauen wir nun alle Teile zusammen. Wir befestigen die Beine mit diesen Holzstückchen, damit unser Roboter seine Beine nicht verliert. Geben wir hier etwas Kleber drauf. Hier auch. Genau so. Cool. Ich komme wieder, Baby. Susi, warum ist er so leblos? Weil auch Roboter ein Herz brauchen, Sammy. Sogar mechanischer. Verstehst du, was ich meine? Genau. Ich habe die Batterie völlig vergessen. Wir müssen den Draht am Motor befestigen. Leute, am besten bittet ihr einen Erwachsenen um Hilfe. Susi, schau mal. Ich habe für den Roboter Augen und eine Frisur gemacht. Genau, was wir brauchen, Sammy. Probieren wir's. Hey, du bist aber niedlich. Also, Freundchen. Bist du bereit für eine Probefahrt? Boah. Das machst du für das erste Mal aber super. Lass uns neue Robo-Freunde für dich basteln. Nicht wahr, Susi? Los geht's! Leute, wir haben die Bauteile für den nächsten Roboter angefertigt. Schaut euch die Teile und ihre Maße an. Ich musste dafür sogar noch ein Eis essen. Das macht mir aber gar nichts aus. Was machen wir für einen Roboter? Er wird 3 Beinpaare haben. Habt ihr eine Idee? Tolle Stäbe, Sammy. Wo hast du die denn her?
Ich habe meinen alten Regenschirm auseinandergenommen. Gute Idee, oder? Tja, naja. Gut, dass es nicht mein neuer Regenschirm war. Das mittlere Beinpaar wird das Dominante sein. Es wird auch eine andere Form haben. Fester drücken. Noch ein bisschen. Fertig. Den Teil brauchen wir nicht. Schnipp. Also gut, befestigen wir unsere Beine. Okay, das sieht doch schon mal nach was aus. Schaut mal, ich habe die Teile in den Motor gesteckt und mit Kleber fixiert. Kleben wir ihn jetzt einfach auf die Mitte drauf. Komm schon, nimm das. Was für ein Roboter bist du überhaupt? Hey, was ist da los? Sam hat wohl ein Problem. Sammy, komm zurück. Wer hilft mir denn mit diesem Roboter? Leute, schaut euch mal unsere Raupe an. Super. Dieser Roboter will überhaupt nicht mithelfen. Was soll ich denn tun, Susi? Ich glaube, er braucht einfach nur ein bisschen Gesellschaft, Sammy. Und gleich kriegt er einen neuen Robo-Freund. Leute, erinnert ihr euch noch daran, dass unser Roboter unterschiedlich lange Beine hat? Die längsten sind in der Mitte und die kürzesten vorne und hinten. Verbinden wir das mittlere mit dem hinteren Bein mit Hilfe einer Strebe. Und mit dem vorderen Bein mit einer weiteren Strebe. Genau so. Ihr solltet eine Raupe kriegen wie diese. Ich glaube, sie braucht lustige Augen. Bitte mach, Susanne. Während Sam am Basteln ist, machen wir den Mechanismus fertig. Wir löten die Drähte motorfest, genau wie wir es beim ersten Roboter gemacht haben. Schau mal, Susi, ich bin ein 1000-Augen-Schleim. Spektakulär. Und ganz schön hypnotisierend. Leute, gleich zeigen wir euch das Endergebnis. Nach so einer Herausforderung wird es super einfach sein, den dritten Roboter zu basteln. Ich denke, er wird der coolste. Leute, als erstes machen wir seine Beine. Verbinden wir die Teile mit Kleber. Die Füße machen wir aus Holzstielen und Kleber. Und jetzt wiederholen wir das altbekannte Muster und stülpen ein Strohhalmstück drüber. Nach dieser Bastelarbeit werden wir wohl unsere Holzstiele nachfüllen müssen. Leute, habt ihr euch das Video angeschaut, wo wir uns eine Eismaschine gebaut haben? Oh ja, die verwenden wir immer noch manchmal. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt einfach auf den Link im Bild. Susi, denkst du, dass es ein Hund wird? Ja, Sammy. Welche Hunderasse hättest du denn gerne? Ich hätte gerne einen Dackel. Lass uns einen Dackel machen. Also gut. Unser Roboter wird einen langen Körper haben. Übrigens. In Zukunft werden Allergiker solche Hunde halten können. Die Zukunft ist jetzt. Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Buddy. Hast du ihm schon einen Namen gegeben, Sammy? Gib uns einen Daumen hoch, wenn ihr den Namen Buddy mögt. Also gut, jetzt haben wir die Drähte verbunden. Und hier ist der Schalter. Und die Batterie? Befestige sie. Ich will mit meinem Robohund Gassi gehen. Warte, Sammy. Wir sind am Ziel. Aber er sieht nicht aus wie ein Hund. Was können wir tun? Ich weiß es. Ich werde alles finden und hierher bringen. Warte auf mich, Buddy. Ja, wir warten auf dich. Hier sind die Teile. Sammy, so cool. Er sieht aus wie ein richtiger Hund. Na klar. Und der Roboter muss der Beste sein. Dagegen kann man nichts sagen. Und hiermit kann man ihn Gassi führen. Hunde mögen es, Gassi zu gehen. Also gut. Sammy, es ist Zeit, mit Buddy Gassi zu gehen. Komm schon, Buddy. Lass uns einen Roborennen abhalten. Was meinst du? Komm schon, Junge. Du schaffst es. Wer ist eurer Meinung nach am schnellsten? Und der Gewinner ist die Raupe. Wer hätte das gedacht? Buddy ist Zweiter geworden. Juhu, mein braver Junge. Heiliger Bimbom hat das Spaß gemacht.
Lucy, jetzt gerade habe ich mir gedacht, dass ich die Zukunft nicht brauche. Hier ist es viel besser. Gut zu wissen, Sunny. Das war's für heute. Abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Tschüss!